Hallo, herzlich willkommen alle Freunde des Schnitzens. Heute zeige ich hier eine Rosette, wie ich da mal grundlegend rangegangen bin. Das sind so ein bisschen außergewöhnliche Kerbschnitte, die dann diese runde Rosette am Ende ergeben. Und ich habe die jetzt mal ein bisschen angelegt und dann auch noch ein paar sauber geschnitzt. Natürlich habe ich jetzt nicht alles fertig bekommen, denn es ist gerade ein bisschen viel los. Deshalb komme ich auch nicht regelmäßig immer zu Videos. Das ist irgendwo auch normal und verständlich. Ich bin auf diese Rosette gekommen, weil hier war eine Frau, die hat einen Torso geschnitzt. Also zum ersten Mal so eine ja, wirkliche Holzskulptur, so eine Plastik aus dem Stamm rausgearbeitet. Und um das ganze Thema mal kennenzulernen, haben wir wirklich auch mit dieser Rosette begonnen. Also nicht, weil ich das gesagt habe, sondern weil diese Frau das gerne auch selber ausprobieren wollte. Und dann hatte ich auch noch eine Reliefarbeit geschnitzt. Und da dachte ich so, Mensch, diese Rosette, die ist doch ideal geeignet, weil die wird ja auf der wirklich stringent vorgegebenen Maserung auf einer Holzplatte aufgezeichnet. Und dann muss ich einfach mich nach dieser Maserung richten. Ja. Die ständig wechselnden Kerben mit ihren leichten Schwüngen fordern mich also wirklich heraus, immer auf diesen Faserverlauf zu achten. Und das ist eine wirkliche Offenbarung. Habe ich es denn wirklich verstanden mit dem Faserverlauf? Und wo stehe ich wirklich? Ja, ich kann mir ja in meinen kühnsten Träumen irgendwas vorstellen. Ich kann hier irgendwelche riesigen Figuren raushauen oder sonst was. Will ich gar niemanden Abrede stellen. Wenn man eine Kettensäge nimmt, kann man da so einiges produzieren. Und ja, sich vielleicht da irgendwie ja zur Schau stellen oder so, vielleicht tatsächlich, aber diese Rosette schnitzen, also das hat es wirklich in sich, auch handwerklich. Von daher kann ich nur mal ja das als Anregung hier geben. Das ist so eine ja, Selbstprüfung, wo stehe ich denn wirklich? Das lässt sich einfach aufzeichnen mit einem Zirkel und dann hat man es auch recht bald in das Holz reingestochen. Aber dann beim Sauberschneiden wird es natürlich kompliziert. Wie ist der Faserverlauf? Und da muss ich also ständig umdenken. Bei jeder Kerbe wechselt der Faserverlauf zum Teil und diese Ansatzpunkte im Zentrum dann wirklich alle gemeinschaftlich schön auszuarbeiten, dass nichts wegbricht. Das hat schon so ein bisschen was von einem Meisterstück, also ich will es nicht übertreiben, aber es ist nicht ohne. Also lass dich gerne mal darauf ein, wie bin ich hier rangegangen, wie macht man sowas. Vielleicht sagst du, es ist kalter Kaffee oder irgendwie so Kinderkram. Also ich würde sagen, nein, es ist wirklich schnitztechnisch nicht einfach und zeigt wirklich den Stand der Dinge, wo ist man und wo muss man sich sozusagen auch noch weiterentwickeln. Beim Schärfen der Eisen, beim Sehen, sehe ich die Flächen zueinander und so weiter. Das kommt im Video auch ein bisschen rüber. Und das Ganze habe ich in Rubinie gemacht. Das ist ein bisschen ein hartes Holz, hatte ich gerade noch so ein Brett hier da. Ist für solche Kerbschnitte aus meiner Sicht gut geeignet und ist ein sehr schönes Holz. Ich habe auch mal so eine Tierplastik aus Rubinie geschnitzt, nur mal so am Rande. Also das gefällt mir in der Oberfläche auch gut und ja, ist einfach ein schönes Bild in dieser Maserung. Lässt sich übrigens auch räuchern. Also durch Salmiakgeist, dass es dann eine dunklere Farbe bekommt. Habe ich auch mal ein Video dazu gemacht zum Räuchern. Müsstest du eventuell nochmal suchen hier in meiner Playlist, wenn dich sowas interessiert. Okay, ich wünsche allen viel Spaß beim Zuschauen und vielleicht kannst du da auch Anregungen rausnehmen, so als Gestaltungselement, vielleicht mal an einem Balken oder an einer Reliefplatte. Wäre das sicherlich auch was Schönes, mit solchen Ornamenten und Rosetten zu arbeiten. Viel Spaß beim Zuschauen. Für dieses Video habe ich einmal ein paar Platten rausgeholt und zwar haben das hier so Kursteilnehmer hinterlassen, haben diese Ornamente hier probiert, das sind einfach so Schnitzübungen, das sind schon mal recht gute Übungen, lediglich hier ist was ausgebrochen, weil die Faser eben hier so verläuft, da merkt man schon mal, das könnte also ein schwieriger Bereich sein, insbesondere hier, wo es sehr, sehr schmal wird, also da muss man vorsichtig arbeiten, vor allem wenn ich das Eisen von oben rein schlage, um mir diesen Mittelriss zu markieren. Da muss ich halt wirklich aufpassen, dass ich da das Holz nicht auseinanderdrücke und dass das Eisen nicht zu dick ist. Und wenn es eben doch eine ja, kurze Faser hat und recht dick ist, muss ich halt vorsichtig arbeiten, schon mal was wegschneiden und mich ganz vorsichtig da in die Tiefe reinarbeiten. Ich habe hier einen Stich 4 rausgeholt, man sieht hier die Nummer eingeprägt und hier den Stich 3. Der Stich 3 passt hier oben beim Sauberschneiden schön auf diese plastisch gespannten Rundungen, also diese, wie sagt man jetzt, jetzt habe ich wieder nicht genau den Namen, konvex, konkav. Ihr wisst, was ich meine, also das Gespannte, das kann ich mit dem Stich 3 wunderschön schnitzen, auch zum Sauberschneiden, zum Anlegen. Ist jetzt ein bisschen hier übertrieben, aber ich muss ja doch irgendwie die Form anlegen. Hier passt das irgendwie besser in diese Rundung. Man sieht das, dieses Stichbild passt hier schön rein, aber ich habe den nicht breiter. Wenn er noch ein bisschen breiter wäre, wäre natürlich auch nicht verkehrt, der Stich 4. Ich habe viele Stich 5, Stich 4 habe ich nur ein paar wenige. Der passt aber hier schön in diese Kurve rein und das kann ich auch beim
beim ersten Schnitt, den ich ja mache, den mache ich genau hier an diesen Stellen, wo eben diese Linien in der Tiefe verlaufen, schneide ich oben in dem Brett diese Linien rein und haue das aber richtig rein. Ich möchte hier gerne so ein Stück Rubin hier verwenden, weil ich das einfach noch als Abfallstück da habe. Das ist so ein Leimholz für eine Arbeitsplatte, ist sehr, sehr hart. Das ist härter als die Eiche. Die Eiche lässt sich für sowas schön schnitzen und ist auch wundervoll geeignet, um das Ganze zu lernen. Es lässt sich in der Endbearbeitung schön sauber schnitzen, wenn man ein bisschen Ahnung hat, was man da tut. Beim Rausarbeiten muss man natürlich vorsichtig sein, dass man hier nichts wegspaltet, weil es eben langfaseriger wie die Linde ist. Und es sieht halt auch sehr, sehr schön aus für solche Ornamente. Also gefällt mir da immer sehr gut, auch für Schrift. Ich zeige jetzt mal kurz, wie ich das Ganze aufzeichne. Was hier wirklich schwierig ist, ist dieser Faserverlauf, ja, weil man sieht ja, dass diese Kreisbögen hier, also diese Viertelkreisbögen, dass die sehr schön geschwungen sind, aber dass die genau eben durch den geraden Faserverlauf hier verlaufen und dadurch wechselt immer meine Schnittrichtung. Also das ist wirklich kompliziert. Wir haben das jetzt hier in dem Kurs nochmal praktiziert und also da kann man wirklich den Anfänger zur Verzweiflung treiben, weil ich muss ab dem höchsten Punkt dieser Rundung hier, die ja wirklich sehr zart ist, auf der kurzen Strecke, muss ich von da ab nach da runterschneiden und dann von da nach da mit der Faser. Hier unten in der Holung muss ich aber von der Mitte aus, aber nur in dem inneren Bereich, ja, also da würde ich jetzt keinen Geißfuß nehmen, sondern wirklich ein scharfes Eisen und da so reinarbeiten. Und hier muss ich dann wieder von da arbeiten. Also man merkt, das ist kompliziert. Und hier diese kleinen Bereiche, wo die Faser jetzt so im Halbhirnholz hier angeschnitten ist, diese pyramidenartigen Spitzen hier oben, die können halt wundervoll wegbrechen. Hier ist es viel entspannter, aber hier durch den Faserverlauf bedingt kann das wie wegspalten. Man kennt es ja vom Holzhacken. Holz spaltet immer mit der Faser. Und das kann ja also wundervoll wegbrechen. Wenn man sehr weiches Holz hat, könnte man es mit dem Fingernagel wegreißen. Das geht hier noch nicht, zum Glück. Von daher ist Eiche gar nicht so schlecht. Und ja, ich will das jetzt mal hier probieren in meinem Stückchen Rubin hier. Ich zeichne das mal mit dem Zirkel auf. Ich habe den schon auf 9 cm eingestellt. Da kann man auch gleich mal ein bisschen angucken, wie ich das Ganze konstruiere. Okay, ich habe es jetzt mal aufgezeichnet, diesen ersten Punkt, wo ich jetzt diese Mitte ermittle, das habe ich mir ein bisschen ausgemessen. Wer das jetzt genau ausrechnen kann und noch besser konstruieren kann, aber im Grunde genommen ist es ja einfach nur dieser Kreisbogen, der dann hier wieder in den Schwung sich reingibt und so fortsetzt in der S-Kurve. Also ganz einfach konstruiert, ohne dass ich den Zirkel verstellen muss, kann man sich das wundervoll aufzeichnen. So, der Werdegang ist jetzt praktisch, mir geht es jetzt wirklich nur um das Anlegen, dass ich mir hier das mal freihand aufzeichne. Ich empfehle das auch freihand wirklich mal reinzuzeichnen, dass ich einfach kapiere, wie verhalten sich die Flächen zueinander. Das muss ich irgendwo ein Stück weit freihand hinbekommen und das muss ich halt einstechen. Ja? Dafür nehme ich jetzt meinen Stich 4, wo ich gesagt habe, der würde eigentlich gut passen, den steche ich hier so ein. Aber ich muss natürlich auf diese Ecke aufpassen, also hier ein bisschen schräg halten. So, man sieht das im Video recht gut, dass diese Ecke hier zuerst reinsticht. Ich denke, das erklärt sich von selbst, weil logischerweise möchte ich ja hier in diesem Bereich hier unten tiefer reinkommen. Das heißt, ich muss mein Eisen wirklich zur Oberfläche so ein bisschen schräg ansetzen, ob das jetzt 45 Grad sind oder 40 oder 30. Das muss man für sich selber rausfinden. Es darf auf jeden Fall nicht zu flach sein. Wenn ich es aber zu steil mache, naja, dann komme ich auch nicht zurecht. Also ich muss da in der, ja, ich muss da gut zurechtkommen, ohne dass ich den Eckbereich verletze. Also der eigentliche Stich, wo ich da wirklich mal
reinarbeite. Das muss im vollen Material stattfinden und dann ganz zart bis nach außen rauslaufen. Und auch hier muss ich so ein bisschen schräg bleiben, dass ich hier nach, also zum Zentrum hin höher komme. Okay, ich spanne das jetzt meine Werkbank ein und demonstriere das mal, wie ich das rausarbeite. Ich habe das Ganze mal eingespannt. Und zwar lege ich das hier nicht vorne, wo die Zange ist, drauf, sondern hier hinten auf die Platte. Und wenn ich jetzt hier drauf haue, achte ich auch darauf, dass unten keine Hohlung ist oder so, dass da kein Abstand bleibt, sondern dass es wirklich auf der Platte aufliegt. Weil wenn ich jetzt drauf haue, ist es nämlich sehr, sehr laut. Gerade in dem harten Holz, wenn es wirklich richtig trocken ist. Und dass auch nicht die Zange so leidet, weil ich muss halt zum Teil wirklich ganz schön drauf rumhämmern und dann ist es auf Dauer besser, wenn man es wirklich auf die Platte auflegt. So, man sieht, das drängt ein bisschen nach außen, kann dann auch das Material verletzen, also da echt vorsichtig sein. Ich setze mein Eisen hier leicht schräg auf, man sieht das. Wenn ich es gerade halten würde, wäre es so. Wenn ich es schräg halte, ist es wirklich so. Also im Video, ja, es ist schwer darzustellen. Man sieht hinten die freie Ecke. Hier, das meine ich ja. Das muss frei bleiben. Hier unten, das muss frei bleiben. Und das, wenn ich das reinhaue, dass dann diese Spitze ganz zart vorne ankommt hier und dass ich wirklich nicht drüber hinausschneide. Das ist mal das A und O. Ich habe gemerkt, dass das Anfänger hauen es einfach so rein. Aber wohin wollt ihr dann kommen? Ja, also ihr verletzt diese Ecke da komplett und dann macht das Ergebnis keinen Spaß mehr und ihr wollt das weglegen. Und wirklich auch mal mit dem Klüpfel arbeiten, ob das nun Holz oder was auch immer ist, ist mir jetzt egal. Aber ich habe halt den. Wenn ihr hier von Hand drückt, ich weiß, es geht ja ums Schnitzen, aber das ist so lästig und irgendwann, also legt sich das halt auf Ellbogen, Unterarm und Handgelenk. Von daher ist der Druck, den ich hier mit dem Hammer habe, mir viel lieber. So, und jetzt vorsichtig halt. Hier wird die Rundung so flach, dass ich dann das nur mal vorsichtig markiere mit dem hier, dem Stich 3, der eben noch ein bisschen flacher ist. Hier ist der schon besser. Und jetzt habe ich das eben gesichert, dieses Holz. Das müsst ihr halt wirklich machen. Dieses Vorschneiden ist unersetzlich. So, und jetzt ist mir aber das hier irgendwie wieder lieber. Also das ist manchmal... Ich verstehe es auch nicht ganz, aber sieht man es noch? Ja. Es könnte noch ein bisschen breiter sein. Wie gesagt, ich habe kein breiteres davon, obwohl ich so viele Schnitzeisen habe. Habe ich davon kein breiteres, von diesem Stich. So, man sieht jetzt, habe schön vorgearbeitet, Span fällt ohne weitere Probleme ganz gut raus. So, hier wird es jetzt schon wieder schwierig. Ja? Jetzt muss ich hier nämlich abschätzen, von welcher Ecke aus schneide ich das jetzt raus. Also ich würde da erstmal innen anfangen, gucken, reißt mir da irgendwas weg, wenn ich jetzt von da komme. Nein, das ist nicht der Fall. Dann arbeite ich mich halt ganz nach außen ran. Also wenn ich von hier kann ich nicht so richtig arbeiten, weil ich dann ab der Mitte ungefähr gegen die Faser schneide. Deshalb tue ich von hier arbeiten. Das sagt mir jetzt zu meiner Erfahrung. Aber ihr seht es ja auch hier, wenn der Faserverlauf hier so längs ist, ja, muss ich eben von der höchsten Stelle nach unten arbeiten.
in Bezug auf diese Längsfaser. Das sind ja wie so übereinander geschichtete Platten. Und dass ich die eben nicht aufreiße oder aufspalte, muss ich immer mit dieser Schichtung arbeiten. Hier muss ich jetzt schnitzen. Mir ist das hier mit Klopfen irgendwie zu grob. Das Problem ist ein bisschen auch diese Ecken. Wenn ich da jetzt hier unten oder an diese Stelle hier rangehe, dann muss ich das ins Gefühl bekommen, dass ich damit nicht die gegenüberliegende Seite verletze oder das irgendwo da zu tief reinramme. Ja, und dass es dann wirklich sauber wird, das ist halt die große Kunst. Also mit einem Schnitt kriege ich es auch nicht hin. Ich brauche da auch mehrere. Aber das ist ja erstmal kein Problem. Solange ihr nicht gegen die Faser arbeitet oder irgendwas macht, was die ganze Arbeit unkontrollierbar macht, ist das alles machbar. So, ich steche jetzt hier auch mal direkt auf diese Linie zu. Je nachdem, an welcher Stelle ich am Holz bin, geht das. Und dann kriege ich halt ein viel genaueres Abbild. Aber diese Ecke hier, wo ich jetzt gerade bin, die ist halt mega schwierig. Ich kann nur von da oben runterschneiden. Ich kann nicht nach da schneiden, sonst arbeite ich gegen die Faser und ich verletze den Kreisbogen. Auf jeden Fall. Also eine schwierige Stelle. Diese Fläche muss halt richtig schön ausgearbeitet sein, dass sie wirklich sauber erscheint und dass unten dieser Riss wirklich gut und brillant rüberkommt. Und wenn ich das jetzt überall mache, dann ist es halt eine super durchgearbeitete Arbeit und geht dann immer wieder so los, ja, dass ich mir das anzeichne, was hier reinkommt. Wenn ich das jetzt hier reinschlage, muss ich echt vorsichtig sein. Nicht ganz so doll wie vor uns. Ja, das sind hier nur ein paar Millimeter. Das kann da auch schnell wegspalten. Also da muss man schön vorsichtig sein. Schön schräg, ja. Schön schräg da reinhauen und an die Ecke, wo der Kreisbogen zu Ende ist, ganz zart. Und da ist es wirklich von Vorteil, hier zum Zentrum hin wirklich mal einmal wenigstens nur ein bisschen reinzustechen, dass der Span dann möglichst schön wegfällt. Dann schneide ich hier mal ganz zart ran, gerade in diesem Bereich, wo sich dann oben die Pyramidenspitze ergibt. Also längliche Pyramidenspitze. Da muss ich echt sensibel arbeiten und hier würde ich dann aber mal draufhauen. Also das werdet ihr alle hinbekommen, wenn ihr nicht daran
verzweifelt, sondern ihr müsst euch etwas geduldig daran setzen. Ich kenne das dann manchmal, wenn es irgendwie nicht gelingt, dann wird man unruhig und vielleicht auch ein bisschen aggressiv, aber diesen Punkt, also man darf das nicht zulassen, würde ich sagen, sondern man muss dann halt wieder Gedanken zusammennehmen und gucken, was man eigentlich falsch macht. Wenn man schon mal es schafft, dass der Span rausfällt, dann ist man auf der richtigen Seite, weil dann habe ich das Prinzip verstanden und dann kann ich es auch sauber arbeiten. Ja? Hier ist es jetzt noch extremer. Hier ist ja mein Faserverlauf so. Das heißt, ich muss von hier oben, also von dieser Ecke hier runter zu arbeiten, dass ich mit der Faser arbeite. Das ist ja, ja, ich muss halt in diese Kurve reinkommen. Ich kann es jetzt gar nicht genau beschreiben, weil diese Platten, das sind ja wie kleine Platten, die hier übereinander liegen und nach unten hin werden die immer länger und ich muss sozusagen von der kürzesten Stelle aus, wo die am kürzesten sind, diese Platten wie kämmen und so arbeite ich halt wirklich sehr geschmeidig über diese Faser, dass sie dann auch wirklich sauber wird. Ich brauche wenigstens eine Tendenz, von wo aus mein Schnitt kommt. Wenn ich dann trotzdem so ein bisschen schräg in die Tiefe arbeite, das ist kein Problem, aber ich muss tendenziell in diese Richtung arbeiten, an dieser Stelle zumindest. Hier oben sieht es dann schon wieder anders aus. Hier würde ich jetzt so rum schneiden und von hier ab muss ich wieder so rum arbeiten, ja. Aber hier ist es eben so rum. Hängt einfach mit diesem Kreis und dem Faserverlauf zusammen, dass die Ecke außen scharf wird und die Fläche glatt bleibt. So wird es also gemacht. Und mit diesen Ornamenten könnt ihr unheimlich viel gestalten, weil ihr könnt mit dem Zirkel natürlich verrückteste Formen entwerfen und damit Truhen beschnitzen oder irgendwelche Schrifttafeln, wo ihr zum Beispiel am Anfang und am Ende so ein Ornament schnitzt oder auch auf dem Grabmal, je nachdem, ja, wer das war oder so. Zu manchen Leuten wird es vielleicht mehr und manchen weniger passen. Und wenn man sich mal anguckt, die Schnitzerei der muslimischen Schnitzer halt in den Moscheen oder so, also in Marokko, ist ja nicht überall, aber gibt es auf einigen Teilen der Welt, wo eben so solche Ornamente, also nicht diese, aber ähnliche halt geschnitzt werden. Und die machen das alle nicht unbedingt so sauber, ja, sondern da geht es um die Linienführung. Wenn ihr ganz viel mit dem Ornament strukturieren wollt, dann entscheidet am Ende die Linie und dann müsst ihr nur mit dem Faserverlauf arbeiten. Könnt es dann auch gehauen lassen. Ich kann auch hier ein bisschen hauen. Also ich merke, die Holung des Eisens darf nicht mehr sein hier. Könnte hier auch mit dem Balleisen arbeiten, vielleicht geht das sogar noch besser. Aber ich nehme hier mal meinen Stich 3, weil dann wird es halt doch exakter. Es ist schwer zu arbeiten, weil das Eisen sehr aggressiv reinarbeitet. Und sobald man mal die Ecke falsch ansetzt, ist man sofort über die Linie hinaus. Dessen muss man sich bewusst sein. Aber hier der Gegenseite, wo die Holung ist, muss ich halt wirklich mit so einem leicht gewölbten Eisen arbeiten. Das Schöne ist, dass hier Ausarbeiten und Sauberarbeiten direkt zusammenfällt. Also in dem Moment, wo ich es ausarbeite, tue ich es auch sauber arbeiten. Ich habe jetzt auch einen leichten Fehler drin, den ihr jetzt bestimmt auch seht, dass nämlich diese Fläche
nicht ganz so breit ist wie diese hier. Also ich hätte meine innere Kerbe noch 2-3 mm hier hinsetzen müssen. Aber sei es drum. Das hat jetzt vielleicht die Aufregung während des Videos gemacht. Und zum Zentrum hin halt unbedingt sauber arbeiten. Also wenn das Zentrum hier durchgearbeitet ist, das ist natürlich ein Hingucker, ne? Wenn man das wirklich sauber hinbekommt, bis zum Zentrum hin. Und das geht aber nur, wenn man immer mit der Faser arbeitet. Ja, und jetzt, wenn ich hier noch weiter schnippele, kann ich halt wirklich auch die Spitze noch sauber machen innen, dass sie richtig schön scharf wird und der Bleistiftstrich verschwindet. Ich habe immer so eine Tendenz, noch Bleistift stehen zu lassen. Es ist besser, man lässt ein bisschen was stehen, als dass man drüber arbeitet. Hier auch mit der Holung des Eisens eine leichte Priorität angeben. Also hier ist die Linie, verläuft sie so rund und hier eben genau andersrum. Und das kann ich halt mit dieser Holung dieses leicht gehöhlten Flacheisens so ein bisschen andeuten. Hier muss ich jetzt wieder den Stich 3 nehmen. Also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass man mit einmal kommt man nicht sofort so tief runter, sondern man muss schon nochmal nachsetzen. Ja, wenn ich direkt an die Außenkante gehe hier und da meinen Schnitt beginne, mache ich vielleicht nicht ganz so tief direkt. Aber desto mehr sicher ich bin, würde ich es halt direkt auch setzen. Desto direkter, desto besser, aber dann steigt halt die Gefahr, dass irgendwas wegbricht, weil man doch immer wieder mal Fehler macht. Und hier wird es jetzt halt ein bisschen tricky, weil ich merke jetzt, wenn man jetzt mal genau hinguckt, ich das hier so leicht hebele, sieht man, dass der Riss hier lang will. Ungefähr so, also das heißt, ich muss hier jetzt schon wieder gegensteuern. Und vom Zentrum her, also das ist echt blöd und das wird euch dann viele Nerven kosten. So ein bisschen arbeiten vom Zentrum her. In dem harten Holz habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Werkzeuge manchmal besser gehen, wenn sie so eine gewisse Arbeitsschärfe haben. Also das hier ist wirklich sehr hart, wenn ich das jetzt frisch geschliffen hätte. Kann es auch manchmal sein, das Eisen bricht vorne ein bisschen aus oder bekommt einen leichten Grat. Das kann euch natürlich auch euer Schnitzergebnis zerstören, dass ihr dann in diesen sensiblen Bereichen merkt, ihr wollt jetzt hier schön schnitzen und es reißt euch alles auf, weil durchs Reinhauen vielleicht vorne die Schneide leicht ruiniert ist. Also da gibt es alle möglichen Varianten, worum es unsauber wird. Beim harten Holz würde ich sagen, polieren hilft in gewisser Weise, weil das ja die Schneidenkante stabilisiert, das Polieren. Und im weichen Holz hindert es eher, weil der Schnitt nicht so schön saftig direkt ist, sondern das runde Eisen dringt nicht so schön ein, hinterlässt matte Schnitte. Ist an sich dann natürlich fast schon stumpf. Aber hier, so für diese schlagenden Schnitte, ist das natürlich manchmal super. Dann auf jeden Fall nochmal ausspannen, im Licht so ein bisschen drehen. Dann sieht man oftmals noch ungenaue Schnitte, wo man noch nicht richtig dran ist, wo noch irgendwas unten drin hängt und. Also das fällt dann halt auf. Vielleicht auch mal dahin gehen, wo man es aufstellen will. Das ist dann zum Schluss, wenn man es schon geölt oder wie auch immer hat,
dann nicht ins Auge springt. Ja? Also da nochmal nachkontrollieren. Aber so funktioniert das. Und das war jetzt mal hier eine Anregung für diese Ornamente. Also wer das dann in der Qualität hinbekommt, der kann dann schon ja, meisterliche Dinge arbeiten, wenn er jetzt eine ganze Fläche damit gestaltet. Das ist schon, hat jemand schon mal recht gut sich Mühe gegeben, bis auf diese kleinen Schnitzer da. Und wenn du dann ein schönes, hartes Holz hast, dann kannst du halt wundervolle Ornamente damit gestalten. Und wenn das eine richtige Tiefe hat, also es darf nicht noch tiefer sein, aber mit so einer Tiefe sieht es halt auch ungemein plastisch schon aus. Wenn ich das jetzt komplett fertig mache, wäre das ein richtiger Hingucker, wäre eine richtig schöne Arbeit. Also da kann ich nur ermutigen, hier dran zu arbeiten, auch an dieser Sauberkeit und mal mit einem härteren Holz hier versuchen, zurechtzukommen. Ich freue mich, dass du mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, du kennst das, gib mir hier gerne einen Daumen nach oben. Lass auch gerne ein Abo für diesen Kanal da. Und es freut mich natürlich auch, dein Feedback zu lesen unter diesem Video. Wie fandest du es? Was hast du mitgenommen? Oder ja, was kann ich hier noch besser machen? Oder wo möchtest du vielleicht hier noch Fortsetzungen sehen von diesem Thema zu diesem Thema? Ich habe hier nur noch einiges ja, zu diesem Thema Figur gemacht. Wenn dich das mehr interessiert, kannst du natürlich auch gerne unten drunter wieder schreiben oder zum Thema Maske oder so. Also ich glaube, ich habe alles so ein bisschen mal angerissen und abgedeckt, aber ich ja, bin natürlich auch ein bisschen hier an meinen Beruf gebunden und das hat sich jetzt aus diesem Schnitzkurs ergeben. Heute habe ich übrigens auch wieder einen Schnitzkurs durchgeführt. Wenn du vielleicht sagst, du möchtest gerne mal vorbeikommen, nimm Kontakt zu mir auf oder du willst hier eine bestimmte Arbeit sehen, dann kannst du das auch bei mir persönlich in Auftrag geben. Ich mache also auch Auftragsarbeiten, auch ja, Büsten, auch mal was aus Marmor. Ich will dieses Jahr auch noch eine Marmorbüste in Angriff nehmen. Ich habe hier einen Christus geschnitzt, auch letztens, das war so eine Auftragsarbeit. Dazu möchte ich auch noch ein Video hier veröffentlichen. Also da gibt es immer wieder so ja, Projekte, die ich angehe und vielleicht möchtest du sowas gerne mal sehen oder gerne persönlich haben, dann kannst du mich natürlich auch kontaktieren. Ich freue mich von dir zu hören und lass dich da auch gerne ermutigen, vielleicht mal was umzusetzen, denn das Leben ist am Ende auch kurz und dann ja, erfreut man sich doch letztendlich auch an dem Schönen, was man da irgendwie produziert, also selber produziert hat, was ihr vielleicht selber schnitzt oder wenn du sagst, ich will gerne noch was draufsetzen, dann lass es vielleicht von mir anfertigen, der ich mich nun ständig damit beschäftige, dann kann ich dir auch was Schönes für dein Heim machen und umsetzen. Da gibt es auch übrigens jemanden, für den ich dann bald wieder eine Reliefarbeit schnitzen werde und also es sind hier viele Kontakte auch ja, zustande gekommen und da freue ich mich natürlich und sage auch an dieser Stelle herzliche Grüße. Okay, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, dass es bald soweit ist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute für deine Arbeiten. Komm gut voran, bis zum Wiedersehen. Mach's gut und ciao.